Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Ja, wir sind auf dem Weg zu Dylan. Yay, Dylan. Gut. Dann schauen wir mal, ob der Bad Boy also es sieht auf jeden Fall sehr Bad Boy-ig aus. Mal schauen, wie das dann. Hier können wir noch runter. Gibt's hier was? Da vorne blinken Lichter. Ich muss mal kurz, Entschuldigung, ich muss mal kurz schauen, was das ist. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ein Echo. Cool. Hui. So, dann. Ah, super. Noch eins. Schub bei niedrigem Leben. Das ist wahrscheinlich wieder. Oh. Was ist das? Das ist ein. Na, das ist Post. Das ist ein Briefkasten. Was ist hier? Ein Picknickkorb? Das sind dann alles die Dinger, die Föhn. Das ist alles ein Hammer, ein so überall diese Symbole. Das sind alles so Gegenstände der Macht wahrscheinlich, oder? Also nicht der Macht, sondern dann warte mal, muss ich überhaupt runter? Objekte Macht, vierte Ebene. Isolationsverwahrung. Und unten Brandschneise. Bin ich da überhaupt richtig? Aber es geht ja nur hierhin. Da drüben geht's nirgendwo hin. Hier geht's nirgendwo hin. Wenn ich runtergehe, da geht's auch nirgendwo hin. Ja, dann muss ich wohl zu der Brandschneise. Hui. Firebreak. Achso, nee, Brandschneise sind wir. Jetzt, oder? Irgendwie ist der Plan der Behörde, Dylan zum nächsten Direktor zu machen, schiefgegangen. Ja. Marshall klang, als wäre alles Dylans Schuld gewesen. Aber wie sehr lag es an dem, was die Behörde mit ihm machte? Ich denke, sie sagt mir nicht alles. Hm. Könnte sehr gut sein. Ah, da schwebt jemand mit. Hallo? Heyo! Ich mach dich fertig! Cool. Ah, hallo! Immer zuerst dahin gehen, wo man nicht hingehen soll. So, wir sind jetzt in Containment. Oder sind wir jetzt da? Na, keine Ahnung. Nee, Vetter. Okay, alles klar. Hier ist gar nichts. Hallo? Hä? Ist da jemand? Was machen Sie hier? Oh, Gott sei Dank. Dieses Objekt muss ständig beobachtet werden. Oder es dreht durch. Was? Meine Ablösung ist nie gekommen. Können Sie mir helfen? Verdammt. Leider nicht. Es gibt einen Notfall. Aber ich komme zurück, versprochen. Okay, nur bitte nicht vergessen. Ich kann das nicht mehr lange anstarren. Oh Gott. Ganz ehrlich, das machen wir jetzt kurz. Der tut mir echt leid. Hilft den Agenten in der Zelle, nachdem Dylan gefunden wurde.
nachdem Dylan gefunden wurde. Also erstmal hier Kontrollpunkt einnehmen. Ah, wie soll ich das? Hä? Also, ja, okay, nachdem Dylan gefunden wurde. Okay. Dann zuerst Dylan finden. Hä? Ja. Gut, ich schaue erstmal da. Ob da nicht noch eine Kiste ist? Nope. Sieht nicht so aus. Entschuldigung. Hätte der nicht irgendwie hier rüber schweben können? Dann hätte ich jetzt das Teil haben können. Also das, was er. Schon wieder. Alter. So. Der tut mir echt leid, so alleine hier. Mit den ganzen Viechern, die jedes Mal respawnen, wenn wir vorbeikommen. Oh Mann. Was auch interessant ist, ist, dass diese Dreiecke, also das in unserem Kopf, will die ganze Zeit, dass wir mit Dylan wieder zusammenkommen. Aber warum? Also hat sich, könnte es sein, dass sich das Ding geteilt hat? Also eine Hälfte zu mir und die andere zu Dylan. Und dann Alter, das ist echt viel. Naja. Und dann genau, und es will die ganze Zeit, dass wir wieder zusammenkommen, damit es wieder zur alter Stärke kommt. Das ist das Objekt der Macht. Ich muss es säubern. Ja, dann säubern wir mal. Oh Gott, hä? Alter, wie geil ist das denn? Nice. Wow. Okay, irgendwie muss ich jetzt da hochkommen. Ha. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch ein Objekt der Macht gibt. Aber was ist das? Also, können wir da, also, können wir die... Alter, wie geil ist das denn? Nice! Okay, ja, ich glaube nicht, dass wir dann so das alles... Ich überlege gerade die ganze Zeit, was für eine Macht das dann ist. Also so... Ja, Räume umstellen werden wir bestimmt nicht können, weil das wäre ja viel zu aufwendig für die. Aber was ist das stattdessen? Ah, hallo. Ah, die sind noch unverwundbar. Na gut.
Jetzt, oder? Salvador. Scheiße, ich hatte keine Macht mehr. Uiuiui. Okay. So, okay. Dann werden wir das mal wieder... Warte, ich gehe gerade zurück, oder? Nee. Sieht hier nur ein bisschen anders aus. Ah, jetzt ist das Licht angegangen. Super. So, warte mal. Ich mach mal den Dreh. Mach ich mal weg. Alter, Schaden bei niedrigem Leben 101%. Junge, Junge, Junge. Kopfschussschaden. Warte ich. Aber was ist niedriges Leben? Egal. Ich mache das mal. Weil, der Dreh ist mir gerade zu ungenau. Und, der Stich. Falsche Richtung, ne? Der Stich ist mir gerade. Dauert mir zu lange. Also für den werde ich ja schon den Stich benutzen. Aber für die anderen... Alter, der hat mich, der Salvador hat mich einmal getroffen und schon war ich tot. Junge. Nee, das überzeugt mich nicht. Nee. Nee, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Auf den Weg. So, hier. Gut. Echt jetzt? Können mich mal hier. So, wie soll ich den am besten? So, in der Ecke ist es ein bisschen tricky. Vielleicht ist die andere Ecke besser. Das weiß ich nicht. Komm. So. Nee, die andere ist genauso. Okay, jetzt erst checke ich ja, dass die Sachen sich ein bisschen wackelig drehen. Bisschen zittrig. Naja. Gut, versuchen wir es nochmal. Na, willst du eine Lampe?
Ja, jetzt schon wieder. Wie soll ich das denn überleben hier? Gut, dann wollen wir noch einmal. Das ist jetzt das letzte Mal. Jetzt bekommen wir es hin. So, Salvador, wir kommen. Hui. So, die Hälfte ist schon mal weg. Der Stich macht schon echt coolen Damage. Yes, man. Und jetzt erstelle ich Finger so ein paar kleinen. Ah, da bist du. Komm her. Hä? Das Ding war Salvador? Niemand hat hier eine. Mhm. Gut. Das war echt happig. Okay. Der Fernseher. Das war echt happig. Nutze den Babysitter. Schwebe. Ich kann schweben. So, verwende Schweben. Oh yeah. Das ist nice. Das ist richtig, richtig nice. Wow. Ich
Wie weit kann ich denn schweben? Das fühlt sich gerade noch ein bisschen ungewohnt an. Warte. Was war das? Wenn du fällst, um den Fall abzuschwächen. Ah, so, okay. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Ah! Oh, hi. So, meine Nachbarn schreien gerade die ganze Zeit rum. Ich hoffe, dass man es nicht hört. So. Hoffentlich kann man das noch ein bisschen auftunen. Das ist geil, ich kann das bei den Fliegen machen. So. Nice, ich kann jetzt fliegen. Okay, der Fernseher ist erledigt. Jetzt kann ich zu Dylan. Zu Dylan. Was ist das? Anker. Die Mannschaft der White Ocelot traf zum ersten Mal auf ein seltsames sphärisches Phänomen, als sie im auf Fischfang waren. Zeugen beschrieben es als schwarze Sphäre. Entschuldigung, ich mach mal kurz das Fenster zu. Oh Mann, diese Nachbarn. Wieso sind die vor 2 Jahren eingezogen? Schwarzes Licht dahinter, schwarze Sphäre mit schwarzem Licht dahinter. Sie schwebte genau über dem Bug des Schiffes. Die Mannschaft warf einen Blecheimer um, der allerdings in der Sphäre verschwand. Bald darauf wurden die skulpturellen Integrität. Alter. Ja, ich und lesen, Entschuldigung. Das Schiff kompromittiert. Das Metall verrostete und fiel innerhalb von Minuten auseinander. Während das Schiff unterging, sank auch die Sphäre ins Wasser. Ein vorbeikommendes Fischerboot mit Namen rettete die 4 überlebenden Mannschaftsmitglieder. Es wurden Agenten. Entschuldigung, an die letzten bekannten Koordinaten der White Ocelot geschickt, die Tauchgänge unternehmen sollten. Auf dem Meeresboden konnten diese die Sphäre auffindig machen. Das Schiff war mit Ausnahme seines Ankers vollständig zerstört worden. Als die Agenten den Anker vom Meeresboden anhobten, bemerkten sie, wie die Sphäre sich in Verbindung mit den Anker bewegte und innehielt fast so, als wären sie eins. Der Kontakt mit der Sphäre wurde vermieden, doch der Transport des Ankers erwies sich als harmlos. Das Objekt wurde von zu US-Hafen von blablabla gebracht. Nach der Ankunft in New York kam er über bla in die Behörde. Entschuldigung. Nee, F. So. Was passiert eigentlich, wenn ich es ins
Lichtschwebe. Ist da eine Alpha-Wand? Wahrscheinlich. Hä? Ein Fähigkeitspunkt. Okay, Alpha-Wand, aber einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ist das geil. Autsch. Oh, verdammt. Wieso, wann geht denn das Schwebeding da weg? Warte, jetzt kann ich ja überall schauen, ob irgendwo Kisten oder so sind. Ach komm. Da muss ich mich noch echt dran gewöhnen. Versteckten Ort gefunden. Ah, denn das im Licht wahrscheinlich. So, jetzt kommt Dylan dran. Echt jetzt. Wow. Alter. Jetzt mal halblang. Die Folge ist scheiße.